Ja, in diesem kleinen Video möchte ich gerne vorstellen die zwei unterschiedlichen Ansätze, um Datenmodelle zu entwickeln. Da wäre zunächst auf der linken Seite der Top-Down-Ansatz und auf der rechten Seite der Bottom-Up-Ansatz. Beginnen wir mit dem Top-Down-Ansatz. Wie der Name schon sagt, beginnt man ausgehend von der Idee, ein Datenmodell zu entwickeln, mit dem Ziel, ein Datenbankschema, also Datenbanktabellen, zu erzeugen, die wir in ein Datenbankmanagementsystem ablegen können. Das ist auch ein alternativer Ausdruck, wäre Forward Engineering. Man geht von der Idee aus, hat zunächst ganz abstrakte Vorstellungen, verfeinert diese Modelle in mehreren Schritten, bis man ganz konkret bei dem physikalischen Modell angelangt ist, indem man SQL-Anweisungen schreiben kann für Tabellen, die man dann in einer Datenbank ablegen kann. Charakteristik ist beim Top-Down-Ansatz, wir haben zwar eine Idee und noch kein Schema. Wenden wir uns der rechten Seite zu dem Bottom-Up-Modell. Da beginnen wir genau umgekehrt. Das heißt, wir haben ein existierendes Datenmodell und es geht darum, dieses zu erweitern. In der Praxis ist es oft so, dass dieses Datenmodell nur in Form von einer Datenbank vorliegt oder SQL-Anweisungen, wir aber kein Datenmodell im Sinne von in einer Bachmann-Notation zum Beispiel vorliegen zu haben, also in der grafischen Visualisierung. In dem Fall würde man vorgehen, man würde das physikalische Datenmodell nehmen, mit Datenbank-Tools ein sogenanntes Reverse Engineering durchführen, bis man zu einem Datenmodell gelangt, in einer visuellen Notation, würde dann Erweiterungen, Änderungen vornehmen und dies gegebenenfalls wieder konkretisieren in ein physikalisches Datenmodell und entsprechende Änderungen der Datenbank vorzunehmen. In der Regel wird man aber hier nur ein Reverse Engineering machen bis zu einem logischen Datenmodell, gegebenenfalls zu einem physikalischen Datenmodell und würde dies updaten. Würde dann ein Forward Engineering machen, ähnlich wie beim Top-Down-Ansatz.